Ja, und wir sind schon wieder da, aber dieses Mal in anderer Kombination. Wir machen was ganz anderes, wir machen was Spontanes. Wir spielt You Don't Know Jack. Und ja, Michael, das war, glaube ich, deine Idee, denn dir ist es tatsächlich gelungen, in der DOS-Box Windows zu installieren. Und jetzt soll angeblich ja Jack wieder auf dem PC laufen. Genau, also ich habe mal ein bisschen rumgedoktert. Ich habe Windows 3.11 schon länger auf der DOS-Box zum Laufen bekommen und das auch mit King's Quest und mit Myst zum Laufen bekommen. You Don't Know Jack hat sich bisher immer standhaft geweigert. Das ist mir gestern das erste Mal gelungen, das lauffähig zu kriegen. Und heute dann auch noch den zweiten Teil dazu. Und ich habe auch noch Vorkehrungen für Teil 3 und 4 getroffen. Also theoretisch haben wir heute die volle Ladung Jack spielen. Gut, wir gucken mal, wie weit wir kommen und ob es wirklich startet, sehen wir gleich. Nein, ja. Ich starte nochmal Teil 1. Ich habe die PC-Fassung seit Jahren nicht mehr gespielt, halt nur die PlayStation-Fassung. 60 Sekunden. Ihr könnt mal sagen, ob der Ton okay ist von der Lautstärke für euch. Bei mir passt, ja. Können wir etwas mehr Ruhe haben, bitte? Okay, Cookie? Ja, ist gut, okay. Ja, ich habe mit dem Chef darüber gesprochen. Hallo Herrschaften, mein Name ist Cookie. Wurde es noch größer jetzt? Weil jetzt sieht man auch den Programmmanager. Das wird noch größer. Okay, wie viele Spieler? Das wissen wir doch. Drei würde ich wohl sagen, oder? Ja, geht nur bis drei, okay. Ja, ich glaube, so wie wir eingeordnet sind, können wir uns gleich mal einrichten. Ja, fang du mal an. Du, Charlie, ich muss mit dir über deinen Internetanschluss reden. Ja. Manfred oder MHB? Jetzt ist gern. Ach, MHB, selber. Wie du magst. Einfach MHB. Selber, du kannst selber tippen. Du hast Freigaben. Charlie, okay. So. Und Kandidat 3, Ihr Name? Ich habe keine Freigaben, das ist aber nett. Warte mal. Dann muss in Parsec rein. Ja, ich suche gerade den richtigen. Da bin ich. Hören Sie auf, in der Nase zu bohren und tippen. Sehen Sie. Okay. Wollen Sie einen 7-Fragen-Quickie spielen oder lieber ein richtiges Spiel? Das ist die Frage. Wollen wir ein Quickie oder das richtige Programm? Oh, wenn schon entscheidet, oder? Ja. Hier gibt es keine Live-Quickies. Ich bin noch in der falschen Sendung, Entschuldigung. Ich muss erstmal runterfahren. Spielertaste ist das Q. Q wie Quacksalber. Kandidat 2, Ihre Spielertaste ist das B wie Bandnudel. Und Kandidat 3, Sie haben die Spielertaste P wie Präservativautomat. Um was ging's denn in deiner Frage? Dirk, deine Frau auf Leitung. Wieso ich wieder? Ja, meine Frau? Oh. Gott, 20 Sekunden. 20 Sekunden? Himmel! Na gut, schön zuhören, Leute, sonst gibt's nachher wieder Tränen. Wenn eine Frage kommt und Sie glauben, Sie wissen die Antwort, drücken Sie erst Ihre Spielertaste und dann die Nummer der betreffenden Antwort. Alles klar? 10 Sekunden. Okay, Leute, 9, seid ihr bereit? 8, Desktop wegschalten. Desktop ist weg. Jetzt auf schwarz blenden. 4, Blick 3. Etwas lauter könnt ihr machen, schreibt Herr Miga, wir hören es leider nicht mehr laut. Achso, wunderbar. Da ist noch ein Fleck am Rand, warte mal, ich muss beim OBS noch was etwas beschneiden. Das Problem ist, wir hören es schon extrem laut, das ist das Problem, deswegen. Volles Haus, so mag ich's. Herzlich willkommen bei unserer Show. Weiß jeder, wo seine Taste ist? Gut. Okay, als erstes kriegen Sie ein bisschen Munition von mir. Also, mit den Nägeln verhält sich das so. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Nebenmann keine Ahnung hat, wie die Antwort auf eine Frage lautet, dann nageln Sie ihn doch. Drücken Sie zuerst Ihre Taste und dann das N. Damit zwingen Sie ihn, die Frage zu beantworten. Verstanden? Okay, und denken Sie daran, auch bei uns ist der Einsatz von Anabolika verboten. Und glauben Sie ja nicht, wir hätten noch nie jemanden zur Urinprobe gebeten. Kandidat 1, eine Kategorie. Oh, was nehmen wir denn? Und die Kategorie lautet Sex Talk und schwimmende Berge. 2000 Was soll ich Mark mit ist dem unser Mark Angebot für die eigentlich? Richtige Antwort. Sind Sie startbereit? Hier ist die Frage. Angenommen, Sextalkerin Erika Berger benennt sich in Erika Eisberger um. Wie viel ihres Körpers muss sich unter Wasser befinden, damit sie sich wirklich wie ein Eisberg verhält? 8 Neuntel, 1 Neuntel, 5 Neuntel oder 0 Neuntel? 8 Neuntel.
Nur ein Neuntel eines Eisbergs ist tatsächlich über Wasser zu sehen. Allerdings finde ich ja, Erika Bergers Karriere ähnelt weniger dem Eisberg als vielmehr der Titanic. Okay, Kandidat 1, welche Kategorie darf sein? Können wir gerne nochmal sagen. Der Ton war aber, ist hier, ich sehe im Stream den Ton, also in der, ist nur leise. Dann mach es etwas lauter, ruhig. Mach nochmal ein bisschen lauter. Und hier die Kategorie für diese Frage. Sobald die Frage durch ist. Mumien und Beobachtungen im Supermarkt. Das liegt aber nicht an uns, also wir haben den Ton dran, ist nur leise. 1000 Mark gibt's für die richtige Antwort. Dass ein Römer ein Weinglas ist, könnten Sie wissen. Dass die alten Römer ihren Namen nicht von diesen Weingläsern hatten, sollten Sie wissen. Aber hätten die alten Mumien ihren Namen von dem heutigen Markennamen Mom? Nein, der schreibt sich mit 2 M. Scheiße. Trotzdem wäre das den Leichenpräparatoren sicher nicht so unrecht gewesen. Hättest du es gewusst? Kandidat 1, Kandidat ich wollte auch 3 drucken. Knochen. Mit den restlichen Dingen kenne ich mich nicht so gut aus. Sie wären mit Deodorant konserviert worden. Nur war Mumm damals kein Deo, sondern Wachs. Kandidat 1, wählen Sie eine Kategorie aus. Wollt ihr noch mitspielen oder soll ich es alleine? Man will doch nur helfen. Diese Kategorie trägt den Namen Untote und die christliche Seefahrt. Und dafür gibt es 2000 Mark. Sitzen Sie bequem? Ja. Dann kann's ja losgehen. Angenommen, Bild würde die Story von Richard Wagners Fliegendem Holländer bringen. Wie könnte die Schlagzeile lauten? Kapitänstochter geht für Zombie in den Tod. Verrückter Niederländer löscht... Ja, genau. Oder noch besser, verrückter Showmaster löscht Kontostand aus. Kandidat 1, Kandidat 3, wer will's versuchen? Kandidat 3, Sie kennen die Antwort? Der fliegende Holländer kann erst sterben, als Kapitänstochter Senta sich aus Liebe für ihn ins Meer stürzt. Wieso heißt der Mann eigentlich fliegender Holländer, wenn er zur See fährt? Ich kann da immer drüber lachen. Kandidat 3, eine Kategorie bitte. Und hier die Kategorie. Zum ersten, zum zweiten, zum Kotzen. 3000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Sie sind soweit, ich bin soweit, dann legen wir doch einfach los. 1977 wurde im Auktionshaus Christie's ein kleiner, vertrockneter Körperteil versteigert, der einem Seepferdchen ähnelte. Was für ein Körperteil war das? Van Goghs Ohr, Napoleons Penis, Hitlers Zunge oder Marie Antoinettes Gebärmutter? Zeigen! Nein, die hätte man besser vor 1933 versteigern sollen. Nein, ich wollte eigentlich Nagel. Kandidat 2, Kandidat... Ja, Napoleons Penis! Wie und wann ihm denn jemand abgenommen hat, darüber walt gnädig der Mantel der Geschichte. Also Nummer 3, her mit der Kategorie. Aha, es ist Reimtime hier bei uns. Und jetzt heißt es dick, nackt, frech und froh. Und die Kategorie für diese Schnickschnack-Frage lautet... Grabschänder und Menschen, die mit Pflanzen sprechen. Und der maximale Gewinn für diese Schnickschnack-Frage beträgt 5000 Mark. Sie haben 30 Sekunden Zeit, um das Rätsel zu lösen, aber alle 1,5 Sekunden ziehe ich ein bisschen Geld ab. Also antworten Sie so schnell Sie können. So, gut Acht geben jetzt. Lassen Sie sich nicht von den Satzzeichen in die Irre führen. Womit reimt sich dieses? Da ein Grab, meint Bös. Reinsehen! Ihr Auftritt, Kandidat 2. Och Gott. Okay. Da ein Grab meint bös reinsehen, bös meint auf der Heide. Wer sagt, dass es sich nicht lohnt, Volkslieder zu kennen? Ich schäme mich jetzt schon. Wie sieht's aus? Jetzt bloß kein Schiff und kein Komplex. Wow, wow, bei Frage 6. Und hier unsere Kategorie. Wieso essen wir das Zeug nicht gleich laut? Und bei richtiger Antwort sind 1000 Marker drin. Okay, bereit? Hier ist die Frage. Sie gehen mit ihren Freunden Sushi essen. Man setzt ihnen rohen Thunfisch, rohen Tittenfisch und kalten Eierstich vor. Was haben sie bestellt? Tuka, Teka, Origami, Teka, Taco, Tamago, oh Tika, Taka, Tuka oder Taco, Ikebana? Nein, erst ihren Buchstaben, dann die Antwort. Nein, das wäre maximal Tintenfisch mit Blumenarrangement.
Kandidat 1, Kandidat 3, wer will die Frage? Ja, Tekka, Taco, Tamago. Du bist aber ja ein Gourmet. Nicht so viel von dem grünen Zeug dran tun. Mahlzeit. Zu spät. Kandidat 1, suchen Sie sich eine Kategorie raus. Jetzt, die 7, du musst sie einfach lieben. Die 7. Die Kategorie ist diesmal... Große Schriftsteller und blanker Horror. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Okay, aufgepasst. Angenommen, Sie wollen einen Gruselfilm unter Verwendung eines Buches von Hermann Hesse drehen. Wie könnte Ihr Film nicht heißen? Siddhartha, bis aufs Blut gequält. Das Glasperlenspiel des Grauens. Der Steppenwolf beißt um Mitternacht. Oder Professor Unrat, das Monster aus dem Müll. Dankeschön. Professor Unrat, das Monster aus dem Müll. Ach Mann. Der Professor Unrat ist von Heinrich Mann. Mein Vorschlag, drehen Sie lieber Demian. Dankeschön. Der Satans jüngster Sohn. Tja, Kandidat 1, da haben Sie sich selbst ein Ei gelegt. Okay, Kandidat 2. Und so lautet unsere Kategorie. Nachbars Lumpi und der Antichrist. Die wird ein bisschen schwerer und es gibt 3000 Merker dafür. Sie sind in Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie bewandert. Anders ausgedrückt, Sie sind Goethes Faust. Eines Abends läuft Ihnen ein vierbeiniger Freund zu. Die Töle scheint recht zutraulich zu sein. Doch Vorsicht! Bei welcher Hunderasse müssen Sie mit einer teuflisch unangenehmen Überraschung rechnen? Beim Mastino, beim Spitz, beim Pudel oder beim Dobermann? Ja! Kandidat 1, Kandidat 3, wer hat Mumm in den Knochen? Falls es Sie interessiert, hier die richtige Antwort. Klar. Beim Pudel. In des Pudels Kern entdeckt Faust den Mephisto. Ich hab versucht, die Buchstaben umzustellen, ich war nochmal in einem Schritt. Erwartet. Obwohl, da wäre irgendwas in dem Wort drin. Ja, das war mein Gedanke. Mach doch mal das Blut weg, genau. Nein, schade. Die Kategorie lautet diesmal, wenn Menschen Felle wachsen. 2000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Okay, Finger aufs Knöpfchen, hier kommt die Frage. Eines Tages geht die Schwester mit ihrem Bruder, dem Reh, durch den Wald, als er ihr plötzlich eröffnet, ihr... Kandidat 3, lassen Sie Ihre Finger sprechen. Ganz toll. Ja. Das weiß ich. Sie muss damit rechnen, dass ihr Brüderchen brunftig ist. Möglicherweise richtig. Ja. Ich hatte die Frage falsch gelesen und dann richtig beantwortet, aber ist auch okay. Sie das, wenn Sie kann das ich mitnehmen. Mal damit drohen, gleich ranzig zu werden. Kandidat Nummer 3. Nicht untergehen bei Frage Nummer 10. Die Kategorie lautet... Weit also, ich höre nichts mehr, der hat verzögert. Antwort winken 2000 Merker. Okay, stellen Sie sich vor, Asterix geht zu Miraculix, dem Droiden, weil er einen psychologischen Rat braucht. Asterix träumt nämlich dauernd, dass ihm die Zähne ausfallen und das beunruhigt ihn. Wenn Miraculix ein Anhänger von Freuds Theorien ist, was wird er bei Asterix diagnostizieren? Potenzängste, Penisneid, Kastrationsangst oder Angst vor den Buchstaben zuerst? Kandidat 3. Laut Freud sind Träume über ausfallende Zähne ein Ausdruck für die Angst vor Kastration. Folglich sind Träume über Kastration ein Anzeichen für schlechte Zähne, oder? Okay, Runde 1 ist gegessen. Jetzt wartet Runde 2 mit weiteren 10 Fragen. So, und hier wieder was zum Nageln für alle. Vorsicht, lang und spitz. Schön am Ball bleiben, denn in Runde 2 bringen alle Fragen das Doppelte ein. Ach du Scheiße. Kandidat 3, wie... Und hier die aktuelle Kategorie. Computerfreaks und Grundrechenarten. Und bei dieser Frage winken 4000 Möpse. Okay, Gehirn einschalten, hier kommt die Frage. Auf die Frage seiner Lehrerin, wie viel 1 und 1 ist, schreibt der 6-jährige Bill Gates korrekt eine 1 und eine 0 an die Tafel. Ja, im binären System wird jede Zahl durch Kombinationen der Ziffern 1 und 0 dargestellt.
Das Ganze funktioniert so. Dezimal 1 ist gleich binär 1. Plus 1 macht eigentlich 2, 2 gibt's aber nicht. Also schreibt man statt 2, 1, 0. Was geht, wenn 0 ist? Alles klar? Okay, Kandidat 3. Die aktuelle Kategorie? Mathematik und Sport. Der macht sehr lange Kunstpausen manchmal. Die richtige Antwort gibt es 2000 Mark. Klein Bernhard, der Golffanatiker, denkt so oft und intensiv an seinen Sport, dass ihm in einer Mathearbeit ein Punkt zur rettenden 4 fehlt. Wenn sein Lehrer ihm diesen Umstand im Golferjargon beibringen will, dann sagt der Bernhard, er hätte was geschlagen? Einen Igel, einen Birdie, einen Bogey oder einen Doppelbogey. Ich hab nicht hingehört. Ein Punkt fehlt, dann... Zeigen Sie uns, wo es lang geht, Kandidat 1. Bye bye, Birdie. Nein. Kandidat 2. Kandidat 3, lassen. Oh, voll verhauen. Nein, ach, andersrum. Scheiße. Kandidat 2. Wollen Sie es riskieren? Ah. Wir waren falsch rum. Einen Bogey. Ja, genau. Wir waren nicht unten drüber, sondern unten drunter. Ich war nur geraten bei mir. Nee, ist klar. Ja, so viel zu raten gab es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung von Golf. Kandidat 2, suchen Sie sich eine Kategorie aus. Frage 30. Und das ist die Kategorie. Der ultimative Tipp zum Abnehmen. 4000 Merker gibt's für die richtige Antwort. Also dann, los geht's. Wenn Sie sofort etwas schlanker und etwas leichter werden wollen, welche Umgebung sollten Sie dann in Ihrem Wohnzimmer simulieren? Das Weltall, ein Sumpfgebiet, den Südpol oder den Nordpol? Etwas schlanker und etwas leichter. Sie wollen jemanden nageln, Kandidat, Sie müssen rein. Okay. Der Rache-Nagel, würde ich sagen. Glaube ich auch, ja. Keine Ahnung, wovon er redet. Sumpfgebiet ist falsch. Außerdem versaut einem der Morast die ganze Couch-Garnitur. Kandidat 2, Kandidat 3, wählen die Frage. Nein, diese Umgebung sollten Sie simulieren, wenn Ihnen Ihre Heizkostenrechnung egal ist. Das Weltall. Man wird nicht nur schwerelos, sondern das Rückgrat streckt sich, die Gedärme rutschen etwas nach oben und schon ist man auch noch etwas schlanker. Suchen Sie sich was aus, Kandidat 3. 14. Und diese Frage fällt unter die Kategorie, falls man mal den Kopf verliert. Bei dieser Frage stehen 6000 Merker im Raum. Und hier ist die Frage. Angenommen, Sie leben im Mittelalter und werden zum Tod durch die Axt verurteilt. Was sollten Sie tun, um der herrschenden Sitte zu entsprechen? Auf dem Richtblock Witze erzählen, den Schaulustigen Autogramme geben, am Schuh des Monarchen lecken oder dem Henker ein Trinkgeld geben? Ja! Kandidat 3, Sie sind... Sie sollten dem Henker ein Trinkgeld geben. Zerfix! Du warst schneller als ich wollte das ja drücken. Zielen, bevor er zuschlägt. Ach. Da haben sie sich leider gibt's das nicht, Palmiga. Das ist genau das Problem. Deswegen waren wir so froh, dass Michael mal auf dem PC wieder anbekommen hat. Das gibt's tatsächlich nur auf Englisch für moderne Systeme. Auf Englisch gibt's das bei Steam und überall. Okay, welche Kategorie soll's sein, Kandidat? Eine weise Wahl, Kandidat 3. Kandidat 1, Kandidat 2, Sie haben jetzt Sendepause. Denn für Kandidat 1 heißt es jetzt Sekt oder Selters. Mich? Für wen? Wieso zurück? Für mich. 2. Sicher? Und die Kategorie für diese Sekt- oder Selters-Frage lautet... Wie aber ich hab's rausgewählt. Bundeskanzler. Gut, ich lese Ihnen jetzt 7 Namen vor und Sie sagen mir bitte jeweils... Bist du sicher, du bist drin? Ein Politiker oder ein Talkmaster? Kandidat 2, ja. Ja, gibst du auf Englisch, ja. Wenn es Politikers ist, drücken Sie die 1. Ist es ein aber ich hab's rausgewählt. Das sehe ich nicht. Egal. Und um wahrscheinlich schon, wenn ich wenigstens Punkte habe. Keine Ahnung. Jede richtige Antwort bringt Ihnen 1000 Marker. Und bei jeder falschen Antwort verlieren Sie 1000 Mark, wie auch bei jedem nicht zugeordneten Begriff. Okay, nee, ich bin jetzt 3. Alles gut, ich bin's. Und los geht's. Claudia Nolte. Ilona Christen. Hans Meiser. Bärbel Schäfer. Golda Meir. Henning Foscherau. Letzter Begriff. Ich glaube, bis auf die letzte kennt heutzutage keiner mehr die Leute. Ich habe sie fast alle noch fotografiert. Reine Leistung, alles richtig. Bis auf die Meir, das sagt mir gar nichts eben. Hätte mir was gesagt, ja. Was ist denn das hier? Politiker. Okay, weiter zur nächsten Frage. Und Foscherau wird mal Hamburger Bürgermeister, oder? Ja. Ja. Gründerin Israels, danke Robin, ja.
Das wusste ich nicht. Aber es war keine Schulmeisterin. Identitätsprobleme im Ententeich. Und dafür gibt es 4000 Mark. Angenommen, das hässliche Entlein landet als Erwachsener bei einem Psychotherapeuten, um seine Kindheitserlebnisse aufzuarbeiten. Was könnte das hässliche Entlein eingedenk seiner Identitätsprobleme zu dem Therapeuten sagen? Ich fühle mich nicht richtig... Das Entlein fühlt sich nicht richtig als Schwan. Das hässliche Entlein war in Wirklichkeit ein Schwan. Nur hat das lange keiner gemerkt, was zu Identitätsproblemen führen kann. Naja, was soll's, ich bin ein super Typ und das hat bis heute auch keiner gemerkt. Sie sind dran, Kandidat 2. Die Kategorien sind immer geil. Die Kategorie diesmal, darf ich dir meinen Klöppel zeigen? Und diesmal sind vier Riesen zu holen. Angenommen, die Glocke aus Friedrich Schillers berühmtem Gedicht sieht in einer Disco den Big Ben und möchte sich an ihn ranmachen. Was könnte die Glocke zu Big Ben sagen, um ihm zu zeigen, dass sie etwas miteinander gemeinsam haben? Wow, du bist ja genauso groß wie ich. Hey, du bist ja auch Engländer. Oh, ja, Mann, du bist ja auch eine Glocke. Der Big Ben ist die Glocke im Turm, ja, nicht der Turm so, selbst. Gott. Übrigens, Big Ben soll die Glocke im Turm haben. Ja, aber ich fand das zu einfach, die Antwort. Ich dachte, da war da was etwas anderes drin. Okay, Kandidat 2, welch... Und diese Kategorie heißt... Bissige Beziehungskisten. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Erinnern Sie sich an den Problemfilm Szenen einer Ehe mit seinen bissigen Ehestreitereien? Nein, nicht. Wenn nicht, macht's auch nichts. Angenommen, der Film hieße nicht Szenen einer Ehe, sondern Zähne einer Ehe. Von wie vielen Zähnen würde der Film dann handeln, wenn jedem Ehepartner ein Zahn fehlte? Von... Ja, jeder Ehepartner hat 32 Zähne, macht also zusammen 64. Minus 2 Zähne, die insgesamt fehlen, macht 62 Zähne. Allerdings nimmt die Zahl der Zähne in dem Film mit steigender Härte der Ehekräche zusehends ab. Kandidat Nummer 3 geht... Sie ist schön. So schön. Ah, die Frage 19. Und jetzt? Richtig verbotene Liebe. Wenn Sie richtig antworten, gibt's 4000 Mark. Stellen Sie sich eine verschollene Folge von Verbotene Liebe vor, in der Sophie herausfindet, dass der ideale Partner für sie eine Kreuzung aus Gero und Markus wäre. Wenn sie wahnsinnig wird und eine Maschine bauen will, die beiden Männer buchstäblich miteinander verschmilzt, wie könnte dieses Gerät dann... Sie gibt Volltreffer. Ach, man war schneller. Ja. Wenn zwei Dinge miteinander verschmolzen werden, nennt man das eine Fusion. Und wenn Gero und Markus verschmolzen werden, nennt man das Gerkus. Wählen Sie eine Kategorie, Kandidat 2. Frage Nummer 20. Und die folgende Frage läuft unter der Kategorie... Uiuiui. Sie denken, Nonnen sind streng? 6000 Mark gibt's für die richtige Antwort. Diese Heiligen, das waren schon welche. Der heilige Lambert bestrafte sich einmal selbst, indem er sich über Nacht in den Schnee setzte, weil er sein Schweigegelübde gebrochen hatte. Welcher Art war seine Verfehlung gewesen? Er hatte Blähungen gehabt, er hatte mit den Knöcheln geknackst, er hatte im Schlaf gesprochen oder er hatte einen Schluck aufgehabt. Kandidat 2, Sie müssen ran. Bitte ran, richtig. Oh, Pater, ich habe gepupt. Tu Buße, mein Sohn. 5 Ave Maria und eine Dose Chisone. Ja, genau. Kandidat 3, Sie haben sich selbst ans Bein gepinkelt. Wir sollten beide aufhören, Manfred zu ärgern, Michael. Ja. In der Bett. Wir sollten beide damit aufhören. Ich sollte generell aufhören, euch zu ärgern. Kandidat 2, ja. Wie sieht's aus? Jack Attack fand ich immer geil. Wenn Sie auf dem Bildschirm zwei Worte sehen, die zusammenpassen, drücken Sie Ihren Buchstaben. Wenn Sie richtig liegen, zahle ich Ihnen 2000 Mark. Wenn Sie falsch liegen, ziehe ich Ihnen 2000 ab. Und merken Sie sich. Manche Begriffe ergeben nur scheinbar ein Paar. Das Wortpaar muss aber zu diesem Fingerzeig passen. Bitte hier unterzeichnen, Euer Hoheit.
Hey. Nein, abgerutscht, abgerutscht, abgerutscht. Absichtlich. Also. Das gibt's doch nicht. Ich liebe dieses Spiel. Der Endstand. Kandidat 3 hat gewonnen. Jedes Mal gleichzeitig drücke ich finde. Ich glaube gleichzeitig wie. Gut, okay, Kandidat. Jedes Mal kommst, machst du das Mühe vorne. Das so sehe, war da ein Haufen Glück mit dem Spiel. Und ich hatte nur Angst, dass es vielleicht mit dem Leck nicht passen könnte. Ich habe eben Leck gehabt. Einmal hast du Glück gehabt eben. Aber der Leck ist nicht so schlimm bei so einem Spiel. Der zweite Teil wird das Bock schwer. Das kann sein. Meinst du? Ich habe beim dritten Ort nicht verkackt. Den zweiten habe ich noch nie gespielt. Also einmal gespielt oder zweimal. Dann können wir den zweiten mal gerne das nächste Mal holen. Wollen wir kurz einfach einen Trailer nochmal laufen lassen, 3 Minuten uns vorbereiten und dann starten wir wieder? Oder willst du, willst du die... Das geht schneller. Das geht, dann lass es, dann mach direkt weiter, kein Problem. Also ich mache hier einfach nur mal kurz Alter 4. Okay. Alter 4 und weg ist der Stream, nein? Ja, nee, ich habe hier... den DOSBox Game Launcher, da ist alles soweit vorbereitet. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, dann schau ich muss nur noch das Fenster richtig reinschieben. Jo, schieb mal. Ja, sehr schön. Bisschen Rand ist links noch. Genau. So ungefähr. So, dann machen wir jetzt hier zu. Jetzt war der rechte Rand, weil man muss rechts ein bisschen abschneiden, mache ich kurz. So. Okay. So. You don't know Jack 2. Helen, in meiner Garderobe liegen immer noch Sachen von meinem Vorgänger rum. Vom ersten Jack? Du merkst doch, dass sie die Sprecher gerne haben. Ja, und mit dem hatte ich ein Interview, deswegen war das total verwirrt. Mit dem Abteil 2 war der, der bei uns im Interview war. Hi Leute, als erstes müsste ich... Sehr gut. So, wir ändern nichts, wir lassen alles wie es ist. Erst habe ich gedacht, er gefällt mir nicht, aber dann hat er mir doch gefallen. So ist es. Gut, Kandidat 2, Ihr Name? Oh ja, ja, ja. Ist notiert, dann bleibt noch Kandidat 3. Oh, jetzt habe ich wirklich Delay hier. Und, ja, du 21. Alles, Roger. Ich habe hier so eine leichte Verzögerung drin, dass ich wie das am Anfang ist. Oh, das geht soweit gut. Ja, es kann geht, aber es ist doch so eine Millisekunde, die hier gerade eben gefehlt hat. Also ich gut, dann haben wir vielleicht eine Chance später. Ich denke mir nichts dabei. Wir arbeiten mit Handicap. Zum Glück kommt ja nicht alles auf Geschwindigkeit an dabei. Jetzt haben wir die Werbung verpasst vom ersten Teil, die war immer so gut, schade. 20 Sekunden haben wir noch, also. Und die Highscore-Eintragung. Ja, Highscore, der automatisch macht. Je nachdem, wie ihre Antwort eben aussieht. Comprende? Ne, nix comprende. Okay, Desktop-Wegblenden. Wir blenden auf schwarz. Okay, meine Lieben, es geht los. Mein Motto, wozu Bildung, wenn ich Brüste habe? Oh Gott. Das geht heute auch nicht mehr. Oh. Im dritten Teil war die ganze Werbung vom ersten und zweiten Teil als Audio-Track auf die CD. Ernsthaft? Ja. Ich hab die auch noch hier liegen, muss ich mal raussuchen wieder. Und hier ist sie wieder, die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Okay, liebes Studiopublikum, ein herzliches Willkommen für unsere 3 wunderbaren Kandidaten. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Hey, ich glaube, okay. Die mögen nein! Okay, lasst die Spiele beginnen. So, erster Punkt der Tagesordnung, die Nägel. Okay, Nägel und was man damit macht. Wir können das ja eigentlich überspringen, oder? Das wissen wir doch jetzt. Der Wurscht ist wieder relativ schlimm. Stimmt. Oh, Sie wissen schon, wie man nagelt. Na dann zum Teufel mit dem Vorspiel. Okay. Auf geht's. Kandidat 3, wie wär's mit... Achtung, Kopf weg, hier kommt Frage 1. Die Kategorie diesmal... Religionen auf dem Arbeitsamt.
2000 Euro zahlen wir für die richtige Antwort. Dann wollen wir mal. Wir leben ja in Zeiten der Gesundschrumpfung. Und leider, leider müssen wir auch eine der Weltreligionen abbauen. Wenn wir die jüngste der großen Religionen Kandidat 1, Sie sind am Drücker. Der Islam bekommt die Kündigung. Yay. Der Islam ist die jüngste der hier aufgeführten Religionen. Tja, sorry Jungs, Allah ist abgeschafft. Ah! Sowas kannst du heute nicht mehr bringen. Nein. Kandidat 1, geben Sie mir eine Kategorie. Die Kategorie für diese Frage lautet Erfindungsgeist und hammerartiger Tee. Das könnte eine harte Nuss sein. 3000 Euro zahlen wir für die richtige Antwort. Wie Sie vielleicht wissen, schmeckt Tee am besten, wenn man ihn mit wirklich sprudelnd kochendem Wasser aufbrüht. Wenn Sie ein Gerät... Oh, Scheiße, ich wollte nicht drücken. Sie sollten wirklich versuchen, etwas mehr Fantasie an den Tag zu legen. Ich hab gezittert in der Hand, ich wollte nicht drücken. Kandidat 1, Sie kennen... Tja, unglaublich, aber wahr. Neueste Forschungen haben ergeben, dass sich Wasser, das auf über 6000 Grad erhitzt wird, in ein Metall verwandelt. Ergo, könnten Sie sagen... schmeckt irgendwie metallisch. Allerdings geraten habe ich, hätte ja auch grüßen können, wenn ich gewinne. Aber nur geraten. Du trinkst deinen Kaffee mal etwas heißer. Stimmt's? Ja, ich bin ein Eisenschädel. Wählen Sie eine nee. Kategorie, Kandidat 2. Die aktuelle Kategorie. Superhelden und alte Frauen mit langen Beinen. Und dafür gibt es 2000 Euro. Achtung, aufgepasst! Lösen Sie die folgende Analogiefrage. Spider-Man verhält sich zu Peter Parker wie Marlene Dietrich zu... Was? Zu Clara Sch... Nein, Marlene Zitzewitz-Dietrichsen heißt meine Nachbarin. Und, so sieht sie auch aus. Kandidat 1, Kandidat 3, wer will die Frage? Der richtige Name der Dietrich war Maria Magdalena von Losch. Sie wollte diesen Namen eigentlich behalten, aber er passte immer nicht auf die Kinoleinwand. Kandidat Nummer 1, eine Kategorie bitte. Ich brauch keinen Sex, nein, ich brauchte die Frage 4. Und das ist die Kategorie. Hirn an Ohr, ich höre nix. Und bei der richtigen Antwort sind 1000 Euro drin. Geht's Ihnen auch so? Haben Sie Leute auch so satt, die Ihnen keine 10 Sekunden mehr zuhören können? Die einfach zu unterbelichtet sind, um Ihren Ausführungen folgen zu können? Ich sag Ihnen was, solche Penner gehen mir dermaßen auf den Senkel. Da könnte ich wahnsinnig werden. Ich könnte regelrecht... Ist ja auch egal. Hier meine Frage. Was habe ich gesagt? Wofür halte ich Leute, die meinen Ausführungen nicht folgen können? Für... Dämlich, minderbemittelt, unterbelichtet oder wahnsinnig. Sie konnten meinen Ausführungen offenbar folgen. Ich halte diese Danke, Leute für unterbelichtet. Monat. Übrigens Danke. Für den Fall, dass Sie nur zufällig das Richtige getippt haben, halte ich Sie natürlich auch weiterhin für unterbelichtet. Nummer 2, wie sieht's aus? Die Kategorie lautet diesmal Herz, Schmerz und langweilige Staaten. Für die richtige Antwort winken 3000 Euro. Okay, sind Sie bereit? Hier kommt die Frage. Sagen wir, Sie wollen den Staat Utopia gründen. Welchen deutschen Schlager könnten Sie sich, eingedenk der Bedeutung des griechischen Worts Utopia, als Nationalhymne aussuchen? Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ich denke zu lange nach und überlege zu viel inzwischen. Ist denn nicht gut. Utopia mir was geraten. Heißt auf Griechisch einfach nirgendwo. Fragt sich, was daran so toll sein soll.
Okay, Kandidat 2. Ich bin so heiß und ich will es jetzt. Du komm und gib mir Frage 6. Und hier die Kategorie für diese Frage. Ich kann's nicht mehr hören. 2000 Euro gibt's für die richtige Antwort. Achtung, Schlagerfans, aufgepasst! Ergänzen Sie die folgende Analogie. Wenn Sie die Antwort wissen, drücken Sie Ihre Spielertaste und geben Sie den Namen ein. Piep, piep, piep. Verhält sich zu Gildohorn wie Dam, Dam, Dam. Sie sind dran, Kat. Ah, der muss mir gleich eingefallen. Drafi Deutscher. Er sang diese bedeutungsvollen Silben in dem Evergreen, Marmorstein und Eisen bricht. Und wenn ich diesen Song noch einmal auf irgendeiner Hochzeit höre, dann breche auch ich. Also Nummer 3, her mit der Kategorie. Aha! Es ist Rhyme-Time hier bei uns. Und jetzt kommt eine Zitik-Zitik-Frage. Was? Okay, die Kategorie für diese Schnickschnack-Frage. Gauner, Toiletten und Lederpeitschen. Schöne Toiletten. Also, wir fangen mit 5000 Euro an. Denken Sie dran, je schneller Sie die Lösung erraten, desto mehr Geld bleibt nachher hängen. So, aufgepasst, Reimologen dieser Welt. Womit reimt sich dies? Liebe richtet Piers Klo. Die Frage gehört Ihnen, Kandidat 3. Tippen Sie die Antwort ein und drücken Sie anschließend. Glaube ich, aber egal. Naja. Ist es nicht, aber hätte auch sein können. Sehen Sie, wenn Sie zu schnell drücken, kostet Sie das einen Haufen Geld. Egal. Nächster. Okay, wer will's nochmal versuchen? Ein erster Hinweis, es ist der Titel eines berühmten Soft-Porno-Films. Wie gut, dass ich es nicht richtig hatte. Der Film erzählt die Geschichte einer masochistischen Frau. Ihr Auftritt, Kandidat. Oh, manchmal sind zwei Tipps wohl ein Tipp zu wenig. Ich habe mich verschrieben. Robin kennt sich sicher. Wie sieht's mit Ihnen aus? Aus der Fernseite, du bist nicht glauben. Ich meine, kann ich dafür den Film nur halb geguckt. Einen Buchstaben als Namen, einen naja. Vokal. Ja gut, ich kann es tatsächlich nicht beantworten, jetzt hat Robin schon. Ach, das ist aber auch kein bisschen. Du kannst doch die Lösung in den Chat schreiben. Schön, dass du die Sachen kennst. Sonst hätten Sie ihn gekannt, den Film Die berichtet Piers Klo. Ach, die Geschichte war okay. Die Geschichte der O. Ein Film so, so aufregend, so visionär, so Oberaffentitten. Entschuldigung. Nächste Frage. Was ist denn? Okay, welche Kategorie soll's sein, Kandidat 3? Die Kategorie wäre diesmal unsterbliche Männer am Tresen. Für die richtige Antwort gibt es 2000 Euro. Stellen Sie sich vor, der babylonische König Nebukadnezar, der biblische Methusalem und Privatdetektiv Magnum sitzen am Stammtisch und trinken. Was könnte Nebukadnezar angesichts der Dinge, die nach den dreien benannt sind, zu Methusalem und Magnum sagen? Ach, wir sind doch drei Goldstücke. Ha, jeder von uns... Kandidat 3! Das ging in die Hose. Kandidat 1, Kandidat... Ja, Nebukadnezar, Methusalem und Magnum sind Bezeichnungen für verschieden große Shampoosflaschen. Was ist denn mit Magnum? Aber Methusalem sagt sich besser, man wird mit einer Flasche assoziiert als mit Durchfall, so wie Montezuma. Kandidat. Aloha, du schöne Frage 9. Und diese Kategorie heißt Gespenster auf der Überholspur. Für die richtige Antwort gibt es 1000 Euro. Der freundliche Geist Casper hat den Führerschein gemacht und kann nun endlich Geisterfahrer sein.
In welches der folgenden Länder muss Casper fahren, um als Geisterfahrer auf der rechten Straßenseite kann ich zu klicken? Fahren? Nach Japan. Ich kann nicht. Hey! Jetzt kann ich. Also. Nee. Casper muss doch nach Japan fahren. Ich hab viermal gedrückt, bis. Ich hab viermal gedrückt. Viermal gedrückt, bis er reagiert hat. Denn dort ist Linksverkehr. Okay. Demnach fahren die Geisterfahrer. Du kannst kein Lag haben, bei dir läuft das. Ja, eben. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Können wir weitermachen, oder ich was? Ich hab echt viermal gedrückt. Genau, was ist das gerade? Wusste ich doch, dass sie was an sich haben, was mir gefällt. Sie haben sich für einen flotten Dreier entschieden. Okay, Sie sehen jetzt gleich einen verbalen flotten Dreier, so wie diesen hier. Wenn Sie Ihre Spielertaste drücken, sobald der zugehörige Begriff des flotten Dreiers aufscheint, gibt es Geld. Aber aufpassen, Sie verlieren satte 1000 Euro, wenn Sie daneben hauen. Und zwar jedes Mal, wenn Sie daneben hauen. Und los geht's! Hier unsere Kategorie. Dam da da dam da da dam da da dam dam da da. Und wieder bebt die Prärie, denn da kommen sie angaloppiert. Adam, Hoss und Little Joe. Okay, genug gequatscht. Viel Glück. Was? Ich hab die Sendung nie geguckt. Ja, nicht. Zu geraten. Okay, mehr haben wir nicht. Mal sehen, was unterm Strich bleibt. Ist Kandidat 1 oben auf. Die anstrengendere Position im Bett, aber die angenehmere in diesem Spiel. Okay, so viel zu unserem kleinen Stell-Dich-Ein. Jetzt zurück zum Spiel. Okay, das war Runde 1. Und nun zu Runde 2. Okay, jetzt kriegt jeder noch einen Nagel. Moment, ich such schnell welche raus. Und bitte die Nägel nicht vergessen. In Runde 1 ist überhaupt nicht genagelt worden. Wo bleibt denn da der Spaß? Also nochmal zur Erinnerung. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Nebenmann hat keine Ahnung, wie die Antwort lautet, dann drücken Sie zuerst Ihre Taste und dann die Taste N für Nagel. So können Sie ihn zwingen. Da stand ja, was ist am nächsten dran, genau. Schön, dann machen wir weiter. Also, wie sieht's aus, Kandidat 1? Kategorie lautet moderner Unterricht und abgestürzte Prinzen. 4000 Euro gibt's für die richtige Antwort. Sagen wir, im Biologieunterricht soll den Schülern künftig der menschliche Körper anhand leicht abgewandelter Märchen erklärt werden. Ein Beispiel. Wenn Rapunzel dem Prinzen in dem Märchen nicht ihr goldenes Haar, sondern ihren Darm, und zwar den ganzen, hinunterlässt, damit er daran hochklettern kann, wie hoch liegt dann Rapunzel? Nein, ich glaube, bei 13,5 Meter Darmlänge säße nicht Rapunzel in dem Turm, sondern King Kong. Kandidat 3. Rapunzels Zimmer läge etwa 6,5 Meter hoch, denn so lang ist im Schnitt der menschliche Darm. Wieder im Plus. Ja, so macht Biologie den kleinen Spaß. Und in Physik lernen sie dann, wie lange es dauert, bis der Prinz auf dem Boden aufschlägt, wenn er auf halber Höhe abrutscht. Suchen Sie sich was aus, Kandidat 3. Houston, wir haben hier eine Frage 12. Over. Und jetzt... Geschockte Opas im Weltall. Bei dieser Frage stehen 6000 Euro im Raum. Sagen wir, John Glenn, der US-Raumfahrtveteran, reist mit 122 Jahren nochmal ins Weltall. Diesmal, um als erster Mensch den Mars zu betreten.
Als John Glenn auf dem Mars die amerikanische Flagge aufstellen will, sieht er, dass da schon eine ganz und gar grüne Flagge steckt. Wer war vor den Amerikanern auf? Die libysche Flagge ist ganz und gar grün. Und das heißt, die Libyer waren schon vorher da. Ich war nicht schnell genug. Teil 2 ist das, die wir gerade spielen. Glenn mag es nicht glauben, doch da, ja, wir jetzt müssen ist Michael mal sicher, unsere Nägel rüberschmeißen. Gleich neben der Flagge steht auch schon eine Giftgasfabrik. Kandidat 1, wählen Sie eine Kategorie aus. Und hier unsere Kategorie. Sex und sehr gut besuchte Messen. Und diesmal sind 4 Riesen zu holen. Okay, die schweißnassen Finger aufs Knöpfchen. Hier kommt die Frage. Wenn der Papst eine Messe hält, jedoch statt seines Gebetbuchs aus Versehen des Teufels Gebetbuch dabei hat, was könnte er den Gläubigen anhand dieses Buches erklären? Nein, das gibt's leider nicht mehr zu kaufen, nur auf Englisch. Das hat ein Franchise-Thema. Deswegen freuen wir uns ja, dass der Michael das in der DOS-Box und der Windows zum Laufen bekommen hat. Die Windows-Originale laufen auf modernen Rechner nicht mehr. Kandidat 2, Kandidat 3, wer will die Frage? Dazu müsste er vielleicht das Kamasutra dabei haben. Aber gerade das hat er heute in der Sakristei vergessen. Kandidat 3, Sie können, wenn Sie wollen. Wenn er leider nicht nagelt. Nö. Bin ich jetzt feige oder nicht? Ach. Yeah. Nein, alle falsch. Schön. Das ist ja zum Stein erweichen. Mist. Die wär's gewesen. Der Papst könnte den Gläubigen erklären, wie man Strip-Poker spielt. Denn des Teufels Gebetbuch ist nichts anderes als ein Ausdruck für Spielkarten. Wenn ihr aber nur ein Pärchen habt und der andere drei Asse, müsst ihr die Hosen runterlassen. Amen. So krank. Ja, ziemlich. Kandidat Nummer... Und dies ist die Kategorie für diese Frage. Sabbernde, geifernde Urkontinente. Und da es nicht als leicht wird, gibt es 6000 Euro für die richtige Antwort. Okay, welcher Urkontinent könnte die folgende Kontaktanzeige aufgegeben haben? Reife Landmasse sucht heiß... Kandidat 3, lassen Sie Ihre Finger sprechen. Gondwana ist zwar auch ein Urkontinent, interessiert sich aber nur für knackige Afrikaner und feurige Südamerikaner. Oh. Schlecht. Das ist schade. Kandidat 1, Kandidat 2, wer will die Frage? Zeig. Den armen Kerl nochmal schön ärgern, ja? Sie sind genagelt worden. Nein, Ozeanien ist eine Inselgruppe im Pazifik. Okay, da kann ich jetzt beantworten. Ich hab's nur zwei gespielt. In einschlägigen Inselgruppen sechs Blättern. Erst den einen platt machen, dann richtig beantworten. Das sind miese Methoden. Ja, Kandidat, die riesige Landmasse, die vor Jahren. Ja, Botswana konnte es nicht sein. Nördliche Hemisphäre nee, aber Laurasia sagt mir komischerweise nichts. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Deswegen hab ich ja genagelt. Leider kriegt man die Lehre so mehr. Das Frage hatten wir schon 3 oder 4 Mal. Du musst dir die alte Version kaufen, in der DOS-Box dann Windows 3.1 installieren und Michael fragen, wie er es hinbekommen hat. Oder eine PlayStation 1-Fassung kaufen. Ich werde dann vielleicht diese oder nächste Woche so ein kleines Tutorial machen und zeigen, wie das funktioniert. Wie gesagt, Empfehlung wirklich PS1-Fassung von Teil 1. Die läuft ja auch im PC-Emulator zum Beispiel. Kandidat 1, Kandidat 2, Kandidat 3. Sie können sich einen Moment zurücklehnen, denn jetzt heißt es... Wer kann sich zurücklehnen? Irgendwann ihr zwei. Okay. Prost. Und die Kategorie für diese Sekt- oder Selters-Frage lautet... Mann, sind die dünn, Mann! Hervorragend. Ich lese Ihnen jetzt 7 Wort- bzw. Satzteile vor und möchte von Ihnen jeweils wissen, kann das Wörtchen dick oder das Wörtchen dünn eingesetzt werden oder beides? Wenn das Wort dick in die Aussparung passt, drücken Sie die 1. Ist das treffende Wort dünn, drücken Sie bitte die 2. Wenn es beides ist, drücken Sie die 3.
Und zum Überspringen eines Begriffs drücken Sie die 4. Für jede richtige Antwort kriegen Sie 1000 Euro. Bei jedem falsch oder gar nicht zugeordneten Begriff verlieren Sie 1000 Euro. Jo, Sie haben 30 Sekunden Zeit. Wir stellen die Uhr. Und schon kann's losgehen. Milch, dick oder dünn? Dünn Milch? Was? Bier. Und dünn. Doof. Darm. Ach, waren beides. Das ist geil. Immerhin noch rausgerettet. Oh. Wie kommt man auf sowas? Ach, es geht. Na, immerhin haben Sie bei dem Spielchen nichts draufgezahlt. Weiter bitte. Sie sind dran, Kandidat 2. Und die Kategorie lautet: gefragte körperliche Vorzüge beim TV-Casting. Und bei dieser Frage winken 4000 Mäuse. Erinnern Sie sich noch an Mama Wutz aus der Kinderserie Urmel aus dem Eis? Nehmen wir an, es wird eine Fortsetzung der Serie gedreht, aber Mama Wutz steigt aus und ihre Rolle wird umbesetzt. Wenn Bedingung für Urmels neue Pflegemama ist, dass sie eine Mama hat, wer könnte dann Mama Wutz Nachfolgerin werden? Mama Bär, Mama Schnecke, Mama Alligator oder Mama Dino? Kandidat 1, Sie sind am Drücken. Urmeli, wo ist denn deine Mama Dino? Ausgestorben! Kandidat 2, Kandidat 3, die Frage ist zu... Zeigen Sie uns... Na also wirklich, würden Sie das arme kleine Urmel einem Alligator anvertrauen? Irgendwie verstehe ich die Frage nicht. Kandidat 3, Ihre Frage. Ja, Kandidat... Wir treffen irgendwie... Das ist unglaublich. Mama ist lateinisch und bedeutet Mutterbrust. Und eine solche hat hier nur Mama Bär. Oh Gott! Die Dinos gedacht, da ist doch noch die Oma. Weil es immer Haare im Mund hatte. So viel Ecken kann ich nicht denken. Okay, Kandidat 3. Diese Kategorie trägt den Namen... Piep, 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 ich hab den Satz des Pythagoras lieb. Die richtige Antwort bringt 4000 Euro. Nehmen wir an, Schlagerstar Gildo Horn sattelt um und wird Lehrer. Seiner Vorliebe für Nussecken bleibt er treu und benutzt sie sogar als Anschauungsmaterial im Unterricht, etwa in Mathe. Wie erklärt der Meister der Klasse, muss man eine rechtwinklige, gleichschenklige Nussecke teilen, um zwei rechtwinklige, gleichschenklige Nussecken zu erhalten? Entlang der Seitenhalbierenden der Gegenkathete ent... Okay. Jetzt müssen Sie ran, Kandidat 1. Die Nussecke muss entlang der Mittelsenkrechten der Hypotenuse geteilt werden. Ja, logisch. Und danach in Sexualkunde erklärt der Meister der Klasse, was passiert, wenn zwei Nussecken sich piep 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 ganz doll lieb haben. Oh, Kandidat 2, Sie kennen das ja, wer anderen eine Grube gräbt und so weiter und so weiter. Wir kämpfen knallhart um den letzten Platz, mein Freund. Jetzt habt ihr Gleichstand. Ja, das wird nichts mehr. Cool. Ja, mei. Gut. Kandidat 1, suchen Sie sich eine Kategorie aus. Und diese Frage fällt unter die Kategorie Spitzensport und der schleichende Tod. Und für die richtige Antwort winken 2000 Euro. Angeblich nehmen sich ja immer mehr Spitzensportler ein Beispiel an Fußballstar Mario Basler und fangen an zu rauchen. Das wirft natürlich Fragen auf, wie etwa diese. Welche Athleten können sich beim Jahrestreffen der qualmenden Spitzensportler damit rühmen, die tiefsten Lungenzüge zu machen? Kandidat 3! Ruderer haben...
haben unter den Leistungssportlern im Durchschnitt das größte Lungenvolumen. Und demnächst erzähle ich Ihnen, welche Sportler die schönsten Herzinfarkte kriegen können. Also Nummer 3, her mit der... War klar. Oh ja, gib's mir, stell mir Frage 19. Und die Kategorie für diese Frage heißt... Wenn man seinen Computer intimer kennt. Wenn Sie richtig antworten, gibt es 4000 Euro. Aufgepasst, die Augen auf die Tastatur und zuhören. Wenn Sie die Antwort kennen, drücken Sie Ihren Buchstaben und tippen Sie sie ein. 3, E, D, C, 4, R, V. Was gehört an die Stelle des Kandidat 1? Ach Gott, Mann! Das ist doch nicht schwer, scheiße. Ja, ich bin blöd. Ich guck darauf und denk, warum soll ich jetzt F tippen? Also, wie sieht's aus, Kandidat 1? Die Kategorie wäre dann... Und Gott schuf nerviges Getier. Die richtige Antwort bringt 6000 Euro. Kennen Sie eigentlich Barney, diesen penetrant fröhlichen Saurier aus der gleichnamigen Kindersendung? Naja, wenn nicht, macht's auch nichts. An welchem Tag hätte Gott laut dem biblischen Buch Genesis ruhen müssen, wenn ihn jemand dazu überredet hätte, keinen Barney zu erschaffen? Am sechsten Tag. Denn am sechsten Tag erschuf Gott alle Kreaturen, die auf dem Land leben. Und am siebten Tag setzte er dann offenbar den Teufel als TV-Programmchef ein. Okay, kann... Wenn Sie zwei Begriffe sehen, die zusammenpassen, drücken Sie Ihren Buchstaben. Eine richtige... Richtig! Wozu kostbare Zeit vergeuden? Jack Attack Time! Merken Sie sich diesen Fingerzeig! Wo schmier ich mir das denn hin? Der Hund natürlich. Ich bin da. Ich hab vorher gedrückt. Scheiße. Was? Oh Mann. Was sind das für Fragen? Das kenne ich nicht. Der Hund, genau. Okay, Hände uns nicht. Brust? Sag mal! Matrix für die Hände, genau. Stimmt. Oh Mann! Die letzte Runde habe ich immer gewonnen, aber dafür war ich heute am Anfang nicht gut. Hey, haben wir gut gemacht. Guck mal, Manfred. Geteilter Letzter. Ja, nein, geteilter Zweiter. Ja, oder so. Ich hab kein Problem damit. Ich auch nicht. Das war noch ein guter Rückkampf eben. Haben wir noch einen dritten oder was? Einen dritten und einen vierten auch noch. Die habe ich nie gespielt. Die habe ich zwar als Original hier neben mir stehen, aber habe ich alle beide nie gespielt, glaube ich. Können wir gerne gezockt in der vierten. Eine ganz kurze Pause machen? Ja. Weil ich muss jetzt von DOSBox rüber wechseln auf. Wie sieht's aus? Ja, dann machen wir das so. Oder auf VirtualBox, um genau zu sein. Und wir machen 3 Minuten Pause, lassen nochmal unser Trailer laufen und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Lassen Sie es mich wissen, okay? Du brauchst dich nicht zu schämen, Axel.
So, wir sind wieder da. Da ist schon ein Teil zu sehen. Ich muss mal gucken, ob ich das noch ein bisschen größer mache hier. Da wir jetzt in einer anderen Version ja arbeiten, logischerweise. Ja, das muss ich breiter machen, definitiv. Kleinen Moment. Ich weiß nicht, kann sein, dass vielleicht du vielleicht nur einen Teil in der Mitte benutzt, aber... Gucken wir gleich mal. Ich kann es ja wieder... Sehen wir gleich. Ich kann es ja gleich wieder verkleinern. Das mache ich dann on the fly, bevor wir hier ein Problem haben. Ich mache erstmal so und dann gucke ich mal, was gleich passiert. Starte, ich starte mal einfach das Spiel. Starte mal, dann gucken wir mal. Dann richte ich es wieder aus. Genau. Sieht aber bisher ganz gut aus. Ist das jetzt kleiner? Ne, ich weiß es nicht. Ist es kleiner, ne? Ja, Frage, was haben wir früher im Zirkus lieber gesehen? Könnt ihr mal eine andere Hintergrundfarbe machen, liebe Entwickler? Es wird die ganze Zeit so dunkel bleiben, das ist das Problem. Aber ich glaube, der linke und der rechte Rand, da passiert nichts. Da wird hier das ist nur der mittlere Teil. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu Abwärts. Ich mach's da kleiner jetzt hier. Ja. Was glaube ich rechts und links ein bisschen. Dürfte ich erfahren, zu wie viel Sie zu spielen gedenken? So, ne? Und oben kann ich auch wegmachen. Und Sie sind zu dritt? Schön. Ja. Ich würde mal so vermuten, aber... Spielt einer von Ihnen dreien abwärts heute zum ersten Mal? Ja, ich. Hallo. Ja. Oh, es macht immer wieder besonders Spaß, mit jemand zu spielen, der noch jungfräulich ist, sozusagen. Kandidat 1, wenn ich nun Ihren Namen erfahren dürfte. Ich wusste nicht mal, dass es eine Frau ist im dritten Teil. Okay. Ja, das tippt er jetzt automatisch. Ach so, ernsthaft? Lecker. Das kann passieren, ja. Oh Gott. Ja. Kandidat 2. Was? Jetzt bräuchte... Das warst du nicht, oder? Ganz wunderbar. Danke. Jetzt bräuchten wir nur noch Ihren Namen. Ausgezeichnet. Kandidat 1. Ihre Spielertaste ist das Q. Q wie in Lila Milka Q. Ihre Spielertaste, Kandidat 2, ist das B. Ich fand den Mann B besser. Wie in Benefiz. Das ist für die. Und also, Kandidat Nummer 3. Ihre Spielertaste ist das P. P wie von Pirmasens nach Pinneberg. Nochmals herzlich willkommen bei Abwärts. Wir sehen uns ganz unten. Das habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Witzig. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und hier ist sie wieder, die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallen. Sie an drei dumme Augusten. Augustura? Egal. Jedenfalls keine Faxen jetzt. Bei uns ist gedankliche Artistik gefragt. Okay, erster Punkt der Tagesordnung. Wie könnte es anders sein? Das Nageln. Bitteschön. Mehr als genug. Also, mit den Nägeln läuft das folgendermaßen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Gegner mal überhaupt keinen Durchstieg hat, dann nur kein falsches Mitleid, nageln Sie ihn. Drücken Sie Ihren Buchstaben und dann ballern Sie bis zur Besinnungslosigkeit auf die Taste N wie Nagel. So zwingen Sie Ihren Gegner, die Frage zu beantworten. Okay, Vorsicht beim Betreten des Drahtseils, denn wir spielen hier ohne Netz und doppelten Boden. Kandidat 2, drücken Sie Ihre Spielertaste, wenn ein möglichst hoher Betrag erscheint. Und diese Frage läuft unter der Kategorie... Ist Zwergenwerfen auch im All verboten? Dann beachte ich hier okay. Euro. Sie kennen doch Stars in der Manege, oder? Angenommen, Stars in der Manege präsentiert das nächste Mal Kunststücke echter Sterne. Wenn ein weißer Zwerg auftritt, wie kann seine Nummer dann aussehen? Er stirbt in der Manege, er strahlt super hell in die Kameras, er verwandelt sich in eine Sonne. Sie wissen die Antwort. Weiße Zwerge sind Sterne, die drauf und dran sind, für immer zu verlöschen. Das wäre an sich traurig, würden weiße Zwerge nicht vor dem Ableben eine Menge Gas absondern. Jungs, Kandidat 2, wir brauchen einen Einsatz für die nächste... Naja, ich sage mal, wenigstens kein Minusbetrag. Die Kategorie. Nichts ist witziger als echte Tragödien. Fertig oder nicht? Hier kommt die Frage. Welches der folgenden Geräusche würde einem Kaskadeur vermutlich am wenigsten gefallen? Geräusch 1?
Geräusch 2. Geräusch 3. Oder Geräusch 4. Jetzt oder nie kann... Ein Kaskadeur ist ein Artist, der spektakuläre Sprünge ausführt und wäre kaum begeistert vom Geräusch eines abstürzenden Menschen. Aber zeigen Sie die Szene in Fritz Egners versteckter Kamera und schon ist es wieder lustig. Kandidat 3, Spielertaste, wenn ein möglichst hoher Betrag erscheint. Die Kategorie. Mami, wann kommt der Dildo-Jongleur? Haben Sie schon mal was von dem bizarren Spektakel namens Jim Rose Circus gehört, der auch mal in Akte X vorkam? Naja, wie auch immer. Sagen wir, Sie gehen in den Jim Rose Circus. Was werden Sie dort nicht über den menschlichen Körper lernen? Ein Penis kann 2 Eisengewichte tragen? Ja, Kandidat. Keine falschen Hemmungen jetzt! Ballern Sie das Magazin leer! Kandidat 3, wer soll gehen? Kandidat 1, jetzt gibt's kein Entrinnen! 1, 2, 3 oder 4! Antwort 2 meinen Sie also, okay? Im Jim Rose Circus kriegt man ungefähr alles zu sehen, nur das nicht! Ein Applaus für die rückgratlose Rosie! Aber bitte, meine Damen, probieren Sie diese Nummer nicht zu Hause aus. Tja, so kann's gehen, Kandidat 3. Sie haben sich selbst genagelt. Ich wusste nicht, dass Michael da ein Experte ist. Sie sind dran. Versuchen Sie einen möglichst... Oh Mann, ich meine, ein bisschen anstrengen hätten Sie sich ja wenigstens können. Die Kategorie. Ich fand auch die ersten beiden Teile bisher besser, aber egal. Ich weiß nicht, ob Sie den berühmten Zirkusgründer P.T. Barnum kennen, aber der hat jedenfalls mal behauptet, dass jede Minute ein Trottel geboren wird. Da fragt man sich natürlich, wenn tatsächlich jede Minute ein Trottel geboren wird, wie viele Trottel wurden dann letzten April geboren? Kandidat 3? 60 Minuten mal 24 Stunden mal 30 Tage ergibt... 43.200 Trottel, die letzten April geboren wurden. Und ich garantiere Ihnen, in spätestens 25 Jahren ist jeder einzelne von denen entweder Talkshow-Moderator oder Politiker. Kandidat 3, wählen Sie mit Ihrer Spielertaste den Einsatz für die nächste... Mann. Voll ins Schwarze, Kandidat 3. Da ist er wichtig. Kandidat 1 und 2, machen Sie die Mücke, denn jetzt heißt es für Kandidat 3 Sekt oder Selter. Die Kategorie für diese Sekt- oder Seltersfrage. Applaudieren Sie oder ich schieße. Okay, Bonusfragen-Time. Ich lese Ihnen gleich 7 Namen vor und Sie sagen mir, ist das der Name eines Zirkus oder der eines Mafiosos? Erscheint der Name von einem Zirkus, drücken Sie die 1. Beim Namen eines Mafiosos drücken Sie die 2. Wenn Sie sich nicht sicher sind, drücken Sie 4. Jede richtige Antwort bringt Ihnen Kohle. Und jede falsche Antwort und jeder nicht zugeordnete Begriff kostet Sie Geld. So, Sie haben 30 Sekunden, um alles zu beantworten. Wenn der Haltedraht auf dem Bildschirm sich vollständig gelb gefärbt hat, sind die 30 Sekunden um. Okay, es geht los. Giancana, Zirkus oder Mafia-Boss? Hallo Virgilo. Danke für die Raid. Roncalli. 6 richtige von 7. Da gibt's nicht wirklich was zu meckern. Und so sieht's im Moment aus. Kandidat 2 hat die Nase vorn. Kandidat 2, Sie bestimmen den Einsatz für die nächste. Okay, die Kategorie für diese Frage. Als Zirkusdirektoren noch Schwerter trugen. Wie Sie vielleicht wissen, sollen die antiken Römer von ihren Kaisern Panem et Circenses, also Brot und Spiele, verlangt haben. Hä?
hätten die alten Römer aber nicht Panem et Circenses, sondern Panem et Circumcisiones verlangt. Was hätten die Herrscher dann liefern müssen? Okay, Kandidat. Die Römer hätten Brot und Penisbeschneidungen gefordert. Man hat das, glaube ich, auch mal probiert, aber man fand dann so richtig von Löwen zerfetzte Märtyrer letztendlich unterhaltsamer. Woher weißt du das? Ich frag diese Frage nicht. Zwei hauen sie auf ihren Buchstaben, wenn ein hoher Betrag erscheint. Ah ja, ja. Und hier die Kategorie. Hilfe! Ich hab Maul- und Klauenseuche! Na, sowas Dummes. Beim Zirkus Krone ist kurz vor der Vorstellung der dumme August krank geworden. Statt des dummen Augusts schickt der Zirkusdirektor einen Herrn namens Aurelius Augustinus in die Manege. Womit wird dieser das Publikum vermutlich unterhalten? Mit Kandidat 3 lassen Sie... Aurelius Augustinus war der größte Kirchenlehrer des christlichen Altertums und zum Schreien komisch. Haltet euch an die 10 Gebote! Was dir spielen steht direkt auf dem Display. Im Augenblick Teil 3. Kandidat 3, Zeigefinger scharf machen. Wir brauchen einen Einsatz für die nächste Frage. Und hier unsere Kategorie. Extrem eklige Artisten. Sagen wir, sie waren in einem Flohzirkus, aber irgendwie hatten sie die ganze Zeit den Verdacht, dass das nicht wirklich Flöhe waren, die sie da gesehen haben. Wenn sie später feststellen, dass sich einige der Artisten bis zu 1 Zentimeter tief in ihre Oberhaut eingebohrt haben und dort Eier legen, in was für einem Zirkus waren sie? Ja, Kandidat 3? Na, Spulwürmer-Zirkus ist langweilig. Die Viecher kriechen doch immer nur die Speiseröhre rauf und runter. Kandidat 1, zeig! Nein, das, wo Sie waren, nennt man Bordell, nicht Flohzirkus. Zeigen Sie uns was! Sie waren in einem Kretzmilben-Zirkus! Du kennst dich ja mit so vielen Sachen aus, Manfred. Und Sie können sich heute schon auf den Zirkus freuen, wenn die kleinen Babymilben in ihrer Oberhaut ausschlüpfen. Oh, das geht ja von der Pflegethematik, sondern mit der Hautprobleme. Wir brauchen einen Einsatz für die nächste Frage. Aber jetzt können wir auch die Hautcreme, die wir brauchen. Nein, ich sag... Motor an! Jetzt heißt es Bleifuß! Okay, Ohren aufsperren. Das Ganze funktioniert so. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich jeweils 2 Ausdrücke, die beide etwas miteinander gemeinsam haben. Und dazu erscheinen Begriffe, die möglicherweise genau diese Gemeinsamkeit darstellen. Möglicherweise aber auch nicht zu den beiden passen. Drücken Sie Ihre Spielertaste dann, wenn ein Wörtchen auftaucht, von dem Sie glauben, dass es zu den vorgegebenen Ausdrücken passt. Für jede richtige Antwort gibt's 1000 Euro. Aber Achtung, keine vorschnellen Zeigefingeraktionen. Jedes Mal, wenn Sie daneben liegen, kostet Sie das 1000 Euro. Am Ende der Frage gibt es noch eine Bonusrunde, bei der es nochmal extra Geld zu gewinnen gibt. Na, ich sag nur so viel. Merken Sie sich möglichst alle richtigen Antworten für diese Bonusfrage. Alles klar? Will's hoffen, denn jetzt geht's auf die Piste. Schnelligkeitswettbewerb. Und der Beste macht das. Was haben diese beiden Ausdrücke gemeinsam? Mancher zeigt sie und andere segeln unter falscher. An! Zitter. Kreisförmige Bänder und
passiert nichts. Erster Film einer Serie. Und Flugzeugführer. Bisschen. Eigentlich ja. Ich kann nicht mehr sehen. Bin ich drin, wahrscheinlich im Fenster. Scheiße. Okay, nicht abbremsen. Jetzt geht's um den Bonus. Was haben alle richtigen Antworten gemeinsam? Waren das alles sensationelle Drahtseilakte, Namen berühmter Artisten, komplizierte Trapeznummern, Utensilien aus dem Skizirkus, Krankheiten von Zirkustieren, Begriffe aus dem Formel 1? Der Bonus geht an Kandidat 2. Was? Ich hab doch auch gedrückt. Ich kann nicht drücken. Wir haben alle gedrückt. Wir geben Gas. Ich hab nämlich heute noch was anderes vor, als Ihnen blöde Fragen zu stellen. Kandidat 2, Sie haben im Moment die Nase vorn. Tun Sie was dafür, dass das so bleibt. Kandidat 2, Zeigefinger durchladen. Na, dafür schämt man sich wenigstens nicht aus dem Bett aufzustehen. Die Kategorie. Verkehrsstau in der Manege. Kennen Sie den Piccadilly Circus, also diesen großen Platz in London? Falls nicht, haben Sie jetzt Pech gehabt. Wäre der Piccadilly Circus ein Zirkus und die Brunnenfigur in der Mitte der Zirkus... Jetzt oder nie, Kandidat... Ach, das Ding heißt Filet Wellington, nicht Zirkus Wellington. Hey, denkt immer nur ans Essen. Kandidat 1, Kandidat 2, die Frage ist zu haben. Kennen die Antwort, Kandidat 1? Los, weiter! Zeigen Sie keine Gnade! Sie müssen antworten, Kandidat 2! 3, sagen Sie? Na, Sie scheinen durchaus gebildet zu sein, aber nicht gebildet genug. Kandidat Nummer 1, wollen Sie es versuchen? Sie sind am Drücker, Kandidat 1! In der Mitte des Piccadilly Circus steht eine Statue des Liebesgottes Eros. Okay. Und ich muss sagen, in einen Zirkus mit einem solchen Namen, da würde sogar ich gehen. Kandidat 1, drücken Sie Ihren Buchstaben, wenn ein möglichst hoher Betrag erscheint. Die Kategorie für diese Frage. Ich gäbe meine Großmutter für ein Ticket. Zirkus Roncalli, Zirkus Roberto, Sarasani, Nordinelli. Wieso haben eigentlich so viele Zirkusbetriebe italienische Namen, hä? Naja, wie auch immer. Was könnte man vermutlich im Zirkus Giordano Bruno sehen? Geistliche, die mit Tieren reden, Ketzer, die auf Scheiterhaufen brennen, Kommunisten, die... Nicht nachlassen jetzt! Nageln Sie sich die Finger wund! Wen wollen Sie nageln, Kandidat 1, Sie sind genagelt worden! Ja, da wollen wir doch mal sehen. Das ist falsch. Und zwar unwiderruflich. Kandidat 2, Kandidat 3, das ist Ihre Chance. Und das wäre die richtige Antwort gewesen. Giordano Bruno war ein berühmter Philosoph, der von der Inquisition verbrannt wurde. Und irgendwas sagt mir, dass der Zirkus Giordano Bruno als einziger ständig ausverkauft wäre. Kandidat 3, machen Sie sich nützlich und wählen Sie einen Geldbetrag für die nächste Frage. Und die Kategorie lautet... Tödliche Buchstabensuppe. Tja, wo der Zirkusartist mit brennenden Fackeln und dergleichen jongliert, bleiben unser einem ja nur schnöde Buchstaben. Achtung, ich jongliere hier zwei Wörtchen und... Oh, hoppla, jetzt ist alles durcheinander. Sehen Sie mal. Elamort Tolas. Welchen Ausdruck habe ich gerade falsch? Schießen! Darf ich? Danke. Das ist doch mein Fehler, sorry. Salto Mortale! Das ist eine Rubrik bei Anscheinend 4. Das ist alles Zirkusfragen. So, aber jetzt, meine das war Rubrik 57 oder irgendwas sowas schon am Anfang. Genau. Wenn ihr so einen Start ist, kommt später dann neu.
Neues Thema, ja. Das halt immer Tages noch der Todessalto, oder? Ja. Kandidat genau. 1, Sie haben's in der Hand. Spielertaste drücken, wenn ein möglichst hoher Betrag erscheint. Oh, 2000er. Da waren 6000er eben. Jack Attack. Wenn Sie zwei Worte sehen, die zusammenpassen, drücken Sie Ihren Buchstaben. Liegen Sie richtig, gibt es Geld. Hauen Sie daneben, kostet Sie das Geld. Manche Begriffe ergeben nur scheinbar ein Paar. Das Wortpaar muss zu diesem Fingerzeig passen. Wer mag der Affe in diesem Affenzirkus sein? Haben Sie sich den Fingerzeig gemerkt? Gut. Sein, dass sie sich gleich gedemütigt fühlen. Scheiße, voll ganz knapp. Trotzdem ist die Folge grafisch schlechter und spielerisch schlechter als Teil 2. Witzigerweise, finde ich. Ich finde die Idee, dass man ein großes Thema hat, wurde durchziehen, nicht schlecht. Ja, aber hat den Nachteil, wenn du die alle durch hast, kennst du es alles. Und dann du hast einen ganzen Haufen Fragen pro Thema. Meinst du, die haben noch für Zirkus noch andere Fragen? Ja, bestimmt. Deswegen rotieren wir die Fragen durch. Ja gut, aber wenn die 52 Rubriken haben, keine Ahnung, ob dann Zirkus nicht damit fast abgeschlossen ist. Ich weiß es nicht. Können jetzt gerne nochmal auf... Genau. Auf Teil 4 eingehen. Den habe ich auch definitiv nicht gespielt. Aber ich finde den dritten nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich fand den zweiten bisher am besten eigentlich. Der war der erste in Aufgeburt ein bisschen. Und der zweite war der schwerste. Ja, aber der war trotzdem... Ja, der erste habe ich am meisten gespielt, aber... Und auch da kennt man die Fragen trotzdem nicht. Ich habe Teil 2 und 3 mir damals gekauft, genau. Ja. Ich drücke jetzt nicht auf deinstallieren. Genau. Nee. Muss ich was anderes abgreifen oder schiebst du es mir noch Moment, einen Moment. Ich skaliere noch mal ganz kurz. So können wir es ja gleich hinschieben, genau. Etwas... Der sieht jetzt wieder technisch Hallihallo, freut mich, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Wie viele Leute wollen denn heute mitspielen? Der fehlt jetzt oben und unten ein bisschen was. Ja, mach ich kurz anders, Moment. Das ist das ganze Fenster jetzt. Ja, mit Ihnen rede ich. Ich will wissen, wie viele Kandidaten... Sehr gut. Kandidat 1, ich bräuchte Ihren Namen, bitte. Bitte. Okay, danke. Kandidat 2, Ihr Name? Rechts. Da, so.
Okay, alles klar. So, und jetzt noch Sie, Kandidat 3. Alles klar. Kandidat 1, Ihre Spielertaste ist das Q. Q wie Quadratlatschen. Kandidat 2, Ihre Taste ist das B. B wie Brustoperation. Und Sie, Kandidat 3, haben die Taste P. Wie Papas Liebling. Okay, dann hören Sie mal gut zu. Ich erkläre Ihnen, wie das Ganze funktioniert. Sie bekommen jetzt einen Haufen Fragen gestellt. Wenn Sie denken, Sie wissen die Antwort, drücken Sie erst Ihre Spielertaste und dann die Nummer der betreffenden Antwort. Alles klar? Gut, dann legen wir jetzt los. Moment. Ist besser? Ja? Ist ein bisschen besser, ja. Ist immer sehr laut, aber ist besser. Versuchen wir es mal so. Und der Ton hat Hänger, das liegt aber nicht an uns, sondern das liegt leider an Virtualbox. Das klingt schrecklich. Hallöchen, aller guten Kandidaten sind drei. Willkommen bei unserer Show. Jetzt kriegen Sie als erstes alle dreimal einen Nagel von mir. Ja. Mit den Nägeln verhält sich das so. Wenn besser, Sie das Gefühl haben, dass Ihr Nebenmann total vernagelt ist, dann nageln Sie ihn doch. Drücken Sie zuerst Ihren Buchstaben und dann das N. So zwingen Sie ihn, gerade die Frage zu beantworten. Ist doch ganz einfach, genug Ressourcen oder? Haben, aber. Okay, ja. Und denken Sie daran, auch bei uns ist der Einsatz von Dopingmitteln verboten. Und glauben Sie ja nicht, wir hätten noch nie jemand zur Urinprobe gebeten. Kandidat 3, eine Kategorie bitte. Oh mein, Entschuldigung. Ich kann nicht drücken, Moment. Jetzt kannst du. Die Kategorie lautet diesmal, wenn Tiere teuer essen gehen. 2000 Euro ist unser Angebot für die richtige Antwort. Er hat einen komischen Dialekt. Ich habe hier die Speisekarte eines Restaurants. Hören Sie mal, was es da so gibt. Nee, ist leider nicht so. Eukalyptus-Suppe, Eukalyptus-Braten, Eukalyptus-Burger, Eukalyptus-Eis. Koalas sind diejenigen, die ausschließlich Eukalyptusblätter essen. Noch? Tja, wir ernähren uns das Zoom oder da erheblich vielseitiger. Zoom ist es nicht, weil die das Schweine belastet, aber Schweinshaxe, Schweinsleber, Schweinsbrötchen, Schweinespalten, Schweine. Wählen Sie eine Kategorie, Kandidat. Die Kategorie lautet äußerst merkwürdige Hollywood-Filme. 2000 Euro gibt's für die richtige Antwort. Sagen wir, Sie wollen einen Film drehen und Demi Moore soll die Hauptrolle spielen. Wenn ein Verrückter bei der Castingagentur Demi Moores Vornamen aus dem Französischen übersetzt und wörtlich nimmt, was schickt er Ihnen dann ins Filmstudio? Eine dämliche... Okay, 2 Kilo von Miss Moore? Hoffentlich ist das Gehirn dabei. Sie könnten eins brauchen. Kandidat 1. Kandidat. Demi heißt auf Französisch halb. Ich als Experte in Französisch, ich habe nie Französisch gesprochen. Nur noch die Frage, welche Hälfte von schneller. Demi Moore sie für ich ihr Leben braucht. Ich wusste Demi ist, die doppelt sein. Oder die ich kann keine französischen Worte, weil ich 2 Grad. Kandidat 1. Wählen Sie eine Kategorie aus. Diese Frage fällt unter die Kategorie Hollywood-Stars und Kleinstädte im Kugelhagel. Wenn Sie richtig antworten, gibt's 4000 Euro. Okay, Finger aufs Knöpfchen, hier kommt die Frage. Wenn die Geburtsstadt von Bruce Willis ihm zu Ehren einen seiner Action-Klassiker nachstellen will, was könnten wir dann zeigen? Bruce Willis wurde 1955 in Idar Oberstein geboren. Wir sehen also... Das ist schrecklich mit dem Ton. Stirb langsam in Idar Oberstein. In dem Film sterben insgesamt 264 Menschen. Geht das denn? Ich meine, hat Idar Oberstein überhaupt so viele Einwohner? Okay, welche Kategorie soll es sein, Kandidat 3? Das war nicht immer so auf die Schnelle behebt. Ich kann schon wieder nicht drücken. Nicht drücken. Du stellst mir meine Tastatur ab zwischendurch. Nein, ich gehe kurz aus dem Fenster. Bitte? Ja, was soll denn das heißen? Die Kategorie lautet gut gelagerte weibliche Hinterteile. Und bei dieser Frage sind maximal 10.000 Euro drin.
Also, aufgepasst. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir suchen einen Lösungsbegriff, der sich aus denselben Buchstaben zusammensetzt wie der Buchstabensalat, den wir hier für Sie angerichtet haben. Wenn Sie die Lösung wissen, drücken Sie Ihre Spielertaste und tippen Sie die Antwort ein. Alles klar? Gut. Okay, entschwurbeln Sie dieses Wortgeschwurbel. Damen, Ho, Arsenal. Wir suchen einen weiblichen Star aus den USA. Los geht's, Kandidat 3. Return drücken, wenn Sie die Antwort eingetippt haben. Ich hab ein Lag, ich kann nicht schneller. Pamela Anderson, ja, die Frau, die anscheinend lieber ein Busenarsenal hätte als ein Po-Arsenal. Keine Ahnung, warum die so. Welche Kategorie darf? Die aktuelle Kategorie: Superlative im Ehebett. Und dafür gibt es 2000 Euro. Sitzen Sie bequem? Dann kann's ja losgehen! Bedenkt man den Vornamen der Gemahlin von Prinz Willem Alexander von den Niederlanden. Ja, Kandidat 3? Maximal richtig, denn die Dame heißt Maxima. Maximale ja, gut, du Harmonie weißt das also. Auch die habe ich schon mal vor der Kamera die gehabt, würde ja. In meiner Ehe auch herrschen. Hab's wirklich gewusst. Wenn ich nach Australien aber ich vergesse auch Sachen irgendwann. Meine Frau nach Alaska. Ich bin kein Experte bei Königshäusern, okay, muss ich leider zugeben. Welche Kategorie darf sein? Das hier ist wieder ähnlich wie der erste Teil, so ein bisschen, ne? Und das ist die bisschen, Kategorie. Ja. Mutti, da hängt ein Typ an meiner Nase. Und bei dieser Frage winken 4000 Möpse. Sie sind soweit, ich bin soweit. Ja, dann legen wir doch einfach los. Wie jeden Morgen suchen Sie Ihr Gesicht nach Mitessern ab, finden diesmal aber stattdessen einen Tod. Kandidat 3. Die Todesser sind die Anhänger des bösen Lord Voldemort aus den Harry Potter langsam, Büchern. Oder? Was? Er liest zu langsam. Aber gegen das Böse ist ja bekanntlich das neue Klerasil mit Weihwasserzusatz. Ich hab auch nicht zu Ende gelesen, aber Kandidat 3, wie wäre es mit einer Kategorie? Willkommen zur Jack Attack. Achten Sie auf die Begriffe, die auf Ihrem Monitor erscheinen. Drücken Sie Ihre Taste, wenn Sie glauben, dass zwei Begriffe zusammengehören. Wenn Sie richtig antworten, gibt's Geld. Wenn Sie falsch antworten, verlieren Sie Geld. Und zwar jedes Mal. Ah, Sie wissen schon, wie das Spielchen ist. Ja, wir wissen das. Hier ist Ihr Fingerzeig. Der Fix. Boah. Nicht? Ich kenne ihn noch nicht mal. Du liest sehr viel von diesem Ringelroman, oder? Was ist? Nichts, ich hatte den Namen. Den kenne ich nicht. Muss ich jetzt Teil 1 zu 4 am besten finden, oder? Wie schon dieser Dingsbums gesagt hat, was nein. Ich Ihnen zu sagen habe, wird Ihnen ich glaube, Teil 1 schmecken. Für mich habe ich alle drei.
definitiv. Kannst du mal den Ton abstellen? Das Gehake ist schrecklich. Ja, ja. Teil 4 ist auch schon durch mit Teil 4. Teil 4 ist irgendwie so ein Abklatsch von Teil 1 oder 2, finde ich. Aber nicht besser. Kandidat 3, Sie sind der Highscore. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Teil 2 ist, er war etwas schwerer, Teil 1 war fast der beste. Also ganz komisch. Also wenn man mal so. Ja, ich finde, die ersten zwei, die nehmen sich da nicht viel. Nee, der zweite ist, hat ja Manfred schon gesagt, der zweite Teil ist ein bisschen schwerer tatsächlich. Mhm. Finde ich aber nicht schlecht. Nein, ich finde die gleich gut. Aber die sind ja auch, ich finde auch, das ist ja, glaube ich, ein Flash, ne, die ersten beiden Teile. Genau. Und die sehen grafisch. Die sind alle im Flash, glaube ich, umgesetzt oder bei Comedy oder irgendwas. Die ersten beiden sehen aber technisch komischerweise besser aus. Und der dritte sieht am schlechtesten aus, falls ihr es gemerkt habt. Der hat die schlechteste Auflösung und war am pixeligsten. Also die ersten. Ja, der dritte, der hat halt nur diese Fahrstuhlsequenz gehabt. Im Prinzip war alles schwarz. Ja. Ein bisschen Farbe bei den Fragen, aber sonst sollte man so einen ganz düsteren Look erzeugen. Ist definitiv nicht besser geworden, die Serie. Sie hat richtig stark gestartet und dann irgendwann nachgelassen. Und dann leider aufgehört. Weil der Humor immer noch der gleiche ist, aber du hast halt so viele Nebengeräusche und alles. Ja. Dritten, die stören. Der vierte, der hätte wieder besser werden können. Mich stören diese kurzen Runden beim vierten. Also wie gesagt, wenn jemand das ohne viel Aufwand spielen will, ich empfehle es nochmal, PlayStation 1 Version kaufen. Die läuft im PC-Emulator, also im PlayStation-Emulator auf dem PC perfekt. Oder halt darauf warten, bis Michael nochmal irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen eine kleine Sendung macht, wie man... Ich weiß nicht, ob ich diese Woche dazu komme, aber ich denke mal, dass ich nächste Woche, wie man vielleicht das, Mittwoch genau, mal kaper, dann wie man schauen das dann da an, installieren kann. Denn viele wollen das gerne nochmal am PC spielen. Die englischen Fassungen, wie gesagt, die gibt es ja bis heute, aber die sind tatsächlich für den europäischen Markt oder für den deutschsprachigen Markt nicht so richtig geeignet, weil der deutsche Humor war ja doch sehr speziell und sehr gut und eigentlich eine der besten Quiz-Serien, die es gibt. Und leider, wie gesagt, natürlich ein bisschen nicht zeitlos, weil mit jüngeren Leuten kannst du es kaum spielen teilweise. Aber schön, tolles Spiel. War eine nette Idee, dass wir es mal gemacht haben. Schön, dass es geklappt hat. Hm? Man hat ja auch im Chat gesehen, dass ganz viele da wieder angefixt wurden und gefragt haben, wo gibt's das noch? Also, wie gesagt, achtet mal drauf, irgendwann nächstes Mal erklärt Michael das nochmal. Und ich denke mal, das können wir irgendwann auch nochmal in verschiedenen Besetzungen gerne spielen. Und auch bei unserer Location spielen wir das ja immer regelmäßig, weil das einfach für Leute, die Teile dieser Zeit noch miterlebt haben, zumindest auch gute Fragen sind. Die Personen, die halt dort gefragt werden, die kennen und halt vor allem sind sehr spaßig umgesetzt. Problem ist halt, dass die Person keiner mehr kennt in der heutigen Zeit. Also das ist, da machen dann schon 10 Jahre Altersunterschied oder 15 Jahre nachher eine Menge aus tatsächlich, weil dann hat man die halt nicht miterlebt oder nur kennt die nur irgendwie aus der Geschichte. Ich habe mir den Showmaster die ganze Zeit gedacht, Hans Meiser, okay, den gibt es noch, dieser Schwurbler, aber Ilona Christen mittlerweile verstorben. Richtig, ja. Dann war zwischendurch Erika Berger, die ist mittlerweile verstorben. Ja. Wie gesagt, das sind alles halt Leute, die viele heute nicht mehr kennen wahrscheinlich. Und es ist halt schade. Aber ich finde es halt gerade deswegen auch charmant. Das bringt so die 80er, 90er Jahre zurück so ein bisschen. Also ich finde es sehr schön, aber ich denke mal, das Spiel ist halt leider nicht für jeden. Aber wie gesagt, wir machen da mal weiter. Danke an euch, danke auch an die Zuschauer. Und man hat gemerkt, da ist Nachholbedarf mit Judo und Jack auf jeden Fall. Danke an euch. Ciao. Servus. Ciao.